Und dann noch den. Den Bogen. Wegmachen. Und den auch wegmachen. Schnell los. Machen. Gut, ich denke, das hat erstmal gesessen. Ich kann mich jetzt auch wagen, hier ein paar Leute zu produzieren. Welche dann sich um den Wiederaufbau der Stadt kümmern. Maximale Bevölkerung erreicht. Schon wieder. Das ging äußerst fix. Aber ich habe noch eine Ausbaustufe zur Verfügung. So dass ich das endgültige Bevölkerungslimit von 200 erreichen kann. Was in dem Spiel am generell das höchste Limit ist. 200 Einheiten. Das ist jetzt nicht gerade viel, wenn man sieht, dass ich jetzt hier gerade eine Armee habe. Von diesen 200 geht ja meist schon ein Großteil einfach nur dafür drauf, dass man seine Bürger hat, welche Materialien produzieren. Also es kann nicht nur eine reine Materialschlacht werden. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie man taktisch geschickt vorgeht. Deswegen reichen auch in der Regel wenige Produktionsstätten. Ja, erstmal noch den Fischer hier zu stören. Der Kollege. Fehlt wieder ein bisschen Nahrung. Ah, und das Schiff, das ist ein General oder sonst wer. Wenn ich den wegbekomme. Genau. Nachteil. Und auf See sind sowieso alle Einheiten ziemlich einfällig. So, jetzt muss ich nur in den verbleibenden 36 Minuten es schaffen, die so weit unter Druck zu setzen. Dass ich dann quasi das Land erobert habe. Und das wird dann, denke ich, noch die größere Herausforderung. Als jetzt einfach nur hier zu bestehen. Das ist die Zeitvorgabe mit Sicherheit das Schwierigste. Aber ich denke, ich habe ihn jetzt gerade eben einen guten Schlag verpasst. Mit dem sie jetzt so selber nicht gerechnet hätten. Aber wie man sieht, ich bin schon wieder maximal bevölkert. Ich kann nur ganz fix. Ja, genau, das Bevölkerungslimit noch einmal gesteigert. Das können wir auch nochmal steigern. Und dann gebe ich doch hier schon mal ein paar Aufträge raus für zukünftige Waffensysteme. Damit die produzieren können, sobald mir meine Einheiten wegsterben. Was dann ja nicht so lange dauern sollte, sobald ich einen Angriff starte. So. Oh, ich werde zurückattackiert. Aber rein von der Theorie her sollten meine Schiffe den Landeinheiten jetzt sehr weit überlegen. Aber eben auch nur von der Theorie, oder wie sehe ich denn das da? Ja, nur von der Theorie. Das ist natürlich schade, da bräuchte ich vermutlich ein paar dieser anderen Schiffe. Von denen da. Genau, ich lasse den gerade direkt hier davor der Tür spawnen. Da ist gar keine. Na, es fehlen mir ja auch noch die Wörter, er geht ja wieder super los. Damit auch gar keine Zweifel aufkommt, wer der Chef im Ringe ist. Genau. Das war doch jetzt schön formuliert. So, ich habe auch meine Einheiten alle Flugzeuge rübergebracht.
Nein, noch nicht ganz. Was ist mit euch los? Wollt ihr nicht mit dem Boot fahren? Was seid ihr denn für welche? Kein Bock auf Boot fahren? Sehr doof. Nun gut, dann... Ja, das sind bei diesen leider ein bisschen zu viel. Zonk, zonk, zonk. Zonk, zonk und zonk. Die brauche ich dann im Moment nicht. Und was seid ihr denn für komische Kauze? Warte. Ja, wie habe ich den automatischen Transport deaktiviert? Gut, dann mache ich kurz Pause und überprüfe das. Und wir sehen uns gleich. So, ich habe es rausgefunden, woran das lag. Und zwar, wenn ich Einheiten markiere, habe ich da den Button für Überwasserreisen. Und da muss ich irgendwie drauf gekommen sein. Deswegen mache ich das Spiel jetzt. Ja, setze ich das Spiel fort. Und aktiviere den Knopf. Hä? Was ist denn nur los? Nein, nicht den. Diesen. Genau. Und schwuppdiwupp. Kann ich über Wasser reisen? Vorne findet immer noch ein eifriger Kampf statt. Zwischen meinen Schiffen und deren Landeinheiten. So, ich habe jetzt vorerst Aufstellung bezogen, habe schon wieder das Bevölkerungslimit erreicht. Es ging ziemlich schnell, da ich hier schon wieder neue Einheiten produziert habe. Welche ich jetzt mal eben noch mit hier runter stelle. Genau. So, stelle ich die hier hin, irgendwie. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das plane. Mach den Hafen kaputt. Da oben gab es ja keine Häfen mehr, soweit ich weiß. Zumindest hatte ich keine gesehen. Das Bevölkerungslimit ist auch schon wieder erreicht. Ich kann das jetzt auch mit nichts anheben. Ressourcen habe ich eigentlich genügend für die nächsten 400 Millionen Jahre. So ungefähr. Also bleibt mir jetzt eigentlich nur noch in den verbleibenden 30 Minuten. Ja, meine Einheiten hier alle zu sammeln. Nein, nicht alle da aus Land fahren. Das möchte ich nicht. Weil, dann nehmt ihr nur gleich wieder Schaden. Und das wäre äußerst ungünstig. Denn ich möchte, dass ihr hier anlandet. Was noch kein feindliches Territorium ist. Und ihr damit auch keinen Schaden nehmt. Ich meine es doch nur gut mit euch. Liebe Armee. Liebe Kampfeinheiten. Genau. Ein paar Kanonen. Ganz viel von allen anderen Einheiten. Ein paar Schiffe. Welche erst mit diesen kleinen Männchen hier attackieren? Ah, ein Turm. Krieg ich den weggeschossen? Oder besiegen die da vorher mich? Oh, ganz viele Reitereinheiten. Ja doch, sie haben noch ein bisschen Armee in der Hinterhand. Ich könnte jetzt ja versuchen, sie aufs Wasser zu locken. In der Hoffnung. Oh, sie nehmen Schaden. Warum nehmen sie denn da Schaden? Ach, schau an. Aber vielleicht ist das ja alles von der Restarmee. Ich position. Na, aber den Hafen machen wir gleich wieder kaputt. HP. So. Wo fährt der hin? Wo fährt der hin? Wo fährt der hin? Nicht so ganz weit vor. Da werde doch mal angegriffen. Da muss ich mal den lieben guten Spawnpoint noch mal nach da verlagern. So. Aber greift ruhig an.
Okay, noch 28 Minuten. Ich gebe hier mal noch ein bisschen was in die Auftragsschlange rein. In der Hoffnung, dass das sobald wie möglich nachproduziert wird. Und gönne mir jetzt noch mal eine ganz kurze Pause, bevor es mit dem Angriff auf die Ägypter dann startet und das Festland erobert wird. Ja, bis nach der Pause, die für euch vermutlich gar nicht da sein wird, sondern nur für mich und nicht für euch, weil ihr schaut einfach weiter und ich bin jetzt nur kurz weg und ja, so wird es irgendwie sein. Alles klar, man sieht sich.